Larry Wheels zeigt seine harte Arbeit für die Classic Physik. Larry Wheels hat sich ein neues großes Ziel gesetzt. Er möchte sich in der Classic Physik auf der Wettkampfbühne messen. Die Vorbereitungen für seine neue Herausforderung laufen bereits auf Hochtouren. Am Samstag teilte der ehemalige Powerlifter auf seinem Instagram-Account seine bisherigen Fortschritte und postete für seine 4,2 Millionen Follower ein Form-Update seines Körpers. In dem Post fragt er: Sehe ich schon Classic aus? Seid ehrlich. Der Grund, warum Wheels die Classic Physik bevorzugt, ist, dass er dafür nicht so viel Masse zulegen müsste, wie es für die Teilnahme an der Men's Open erforderlich wäre. Er glaubt, dass er für die Classic genug davon hat. Jetzt muss er sich nur noch richtig konditionieren und sein Posing auf das nötige Niveau bringen. Wheels wurde aufgrund seiner beeindruckenden Größe und seiner Kraft im Powerlifting bekannt. Während seiner Strongman-Karriere versuchte er sich auch im Bodybuilding und Armdrücken. Im Jahr 2018 gab Wheels sein Bodybuilding-Debüt und holte sich bei der NPC Gold Coast Muscle Classic direkt Gold. Nachdem Wheels über ein Jahrzehnt lang verschiedene Steroide verwendet hatte, beschloss er, einen Gang herunterzufahren und begann mit der Testosteronersatztherapie. Während dieser Zeit postete Wheels regelmäßige Updates seines Körpers, in denen er immer noch mit einer guten Form einen soliden Massezuwachs schaffte. Erst kürzlich veröffentlichte Wheels ein gemeinsames Video mit der Powerlifting-Legende Eddie Hall, der sich ebenfalls auf dem Weg vom Strongman zum Bodybuilder befindet. Gemeinsam absolvierten die beiden ein massives Training im Pros Gym in Columbus, Ohio, während beide für das Arnold Sports Festival in der Stadt waren. Hier ließ sich Wheels auch zusammen mit Andrew Jack von William Bonack zeigen, worauf beim Posing zu achten ist. Der Weg von Larry Wheels bleibt spannend und wir werden ihn garantiert nicht aus den Augen verlieren.